Sir, wo wollen Sie hin? Der hat sich verfahren. Ja, wir sind, wie man oben links sehen kann, hier schon angekommen an der Hütte, wo wir eine Karte besorgen müssen für Wheatie. Ach, sogar ein Heliplatzier. Das ist ja der Hammer. Und was für eine Aussicht wieder. Was für eine Aussicht. Dort hinten stand mal eine Statue. Ihr erinnert euch im letzten Part oder vorletzten. Wir müssen für Wheatie eine Karte besorgen. Hier. Am Funkturm. Aber vorher sprechen wir ihn nochmal an hier. Den habe ich gerade befreit. Scheinbar können wir die Karte noch nicht holen, weil hier wieder irgendwas los ist. Ja, okay, wenn du ankommst mit das Schwein ist da drüben, dann denke ich erstmal nicht, dass du mir freundlich gesinnt bist. So, wer bist du? Ja, du wolltest schießen. Hättest du besser gelassen. Tut mir leid, echt, aber das geht ja gar nicht hier. Hallo? Nein, runter. Ich dachte, ich hätte dich schon gerettet. Der ist immer noch da. Das war knapp. Da hat er mich kurz angekratzt hier. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Das war auch knapp. Kaum im Spiel schon wieder. So schnell sterbe ich nicht. Das war wirklich knapp, mein Freund. Sie treiben Leute zusammen und bringen sie zur alten Ranger-Station. Angeblich werden sie an Pfähle gebunden und als Zielscheiben benutzt. Oha. Du musst dahin und das beenden. Ja, eine Nebenmission. Ranger-Station des Whitetail-Parks. Und wir kommen gar nicht dazu, die Karte zu holen, weil hier wieder Hinz und Kunz vorbeikommt. Wer bist du denn? Auch verfahren? Nee, da ist noch ein... Wer auch immer das war. Ich weiß nicht, wieso hier auf uns geballert wird gerade. Hallo? Komm, jetzt. Beschlagnahmen. Wir haben noch kein Fahrzeug beschlagnahmt, aber es funktioniert gerade leider nicht. Ja, ich drücke, geht nicht. Stell es ab, wenn du fertig bist. Ich finde es schon. Ja. Und, da hat er es gefunden. Manchmal sind wirklich lustige Situationen, die hier auftreten. Hier war, glaube ich, noch irgendwas an der Wand, was wir mitnehmen können. Arcade. Ja, da gibt es übrigens auch schon ein Video auf meinem Kanal für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben. Hier geht aber gerade doch nichts. Irgendwas konnte ich eben machen, jetzt nicht. Gut, also. Dann holen wir uns endlich mal die Karte. Auf der Karte sollten die Bunker markiert sein. Sobald du sie hast, such dir einen aus und los. Aber eben Skate hat Suchtrupps losgeschickt. So, da haben wir sie. Die schnappen sich die Menschen und zwingen sie auf ihre beschissenen Stühle. Das Letzte, was wir brauchen, ist dich wieder zu verlieren. Ja, das versuchen wir zu verhindern. Verflucht, Jason, du hast es schon wieder gemacht. Du hast unsere einzige Karte der Hütten mitgenommen. Hör zu, lass sie erstmal im Turm. Ich komme bei Gelegenheit vorbei und nehme sie mit. Nächstes Mal lass sie einfach liegen, okay? Okay, wir waren ein bisschen angenervt. Was haben wir hier noch? Truppenbewegungen der Sekte. Okay. Oh, Geld, 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 ganz wichtig. Was war das denn? Zombies? Oh, Hund. Wolf. Ich glaube, das war der Bruder von dem, den wir eben erledigt haben. Beziehungsweise ich erledigt habe auf dem Weg hierher. Hier geht's tief runter. Also 900 Meter und da ist einer noch, ich glaube 700 stand da gerade. Ich wollte eigentlich mit dem Helikopter dahin fliegen, der hier eben stand. Aber dann hat sich schon einer geschnappt hier. Also gut, dann schauen wir mal, können wir hier runterfahren? Ah, genau, und wir haben Kletterhaken bekommen. Das bedeutet auch, dass wir die andere Story-Mission Funkstelle auch noch beenden können. Das wird wahrscheinlich schnell gehen. Da müssen wir oben den Funkturm. Da kommt man nur mit dem Kletterhaken hoch. Da hatte ich das ja mal versucht.
mit einem Raketenwerfer, mit einem Mörser, mit einer MG, aber da muss man mit dem Kletterhaken hochsteigen. Sonst funktioniert es nicht. Rieche sie. Ja, du riechst sie und ich bin da. Du hast wahrscheinlich mal ein neues Eau de Toilette gerochen. So, okay, also 500 Meter. Da können wir ruhig mal hinjoggen, ist nicht weit. Außerdem passiert meistens was auf dem Weg dorthin. Mittlerweile haben wir ganz gut Geld gesammelt. Also ich muss auch mal schauen, ob wir hier ja, am nächsten Tag vielleicht mal gucken, vielleicht eine Waffe kaufen, die sonst nicht so rumliegt. Man findet zwar immer hier Waffen auch auf dem Weg. Hier können wir zum Beispiel direkt mal einen befreien, das ist ja auch eine Mission. Beziehungsweise, da ist gerade niemand drin. Das bedeutet, wir zerstören einfach hier das Eigentum der Sekte. Wer bist du? Oh, wow! Wow! Wow, wow, wow! Jetzt wird's eng. So, das meine ich. Und das ist eine Elite. Der ist schwer gepanzert. Muss man aufpassen. Okay, das wird eng, das wird eng. Zwei Leute, ein Elite, ein normaler. Schnell weg, schnell weg. Und ich habe auch momentan nur den Bogen. Keine Munition mehr. Hab ich irgendeine andere Waffe am Start noch? Wo die Pistole? Ja, ich habe es ja gesagt, Leute, auf dem Weg dahin, es passiert meistens was. Da kann man ruhig mal, Moment. Ob wir dem noch entkommen werden hier. Der zielt gut. Das wird ein Stück Arbeit hier. Und wir haben auch keinen Verband mehr. Dann machen wir es einfach anders. Schnappen uns hier eine Karre. Und verdünnisieren uns einfach. So. Lassen wir die einfach für sich hier alleine rumgammeln. Und machen uns auf den Weg. Das ist gerade noch mal gut gegangen. So, das dürfen wir uns eigentlich noch nicht zu weit entfernen hier. Von dem müssen ja eigentlich jetzt hier runter irgendwo. Kann man hier runterfahren? Wir fahren mal querfeld ein. Fahrzeug verlassen. Wäre besser. Ja, eine etwas unkonventionelle Art und Weise, hier den nächsten Zielort zu erreichen. Kurze Explosion, die war kostenlos. Aber so ist das. Und das ist auch gut so, dass hier oft unvorhersehbare Dinge passieren. Das ist eigentlich das, was hier richtig Spaß macht, finde ich. Und das, was auch einfach unterhaltsam ist. Deswegen ist es gar nicht schlimm, wie gesagt, dass man hier hin und wieder auch mal ein paar Meter zu Fuß geht. Zumal man dann auch ein bisschen die Landschaft hier erkunden kann. Und auch so ein bisschen mehr vom Spiel sieht. So, und so weit sind wir nicht mehr entfernt. 235 Meter. Das geht doch schnell. Ist hier vielleicht irgendwo ein Lager?
Liegt hier irgendwas rum? Könnten nämlich eigentlich eine Waffe gebrauchen jetzt. Keine Munition mehr. So gut wie keine Munition. So, hier geht's hoch. Ich habe gerade, glaube ich, jemanden oben über die Brücke gehen sehen, ne? Da ist entweder einer spaziert oder patrouilliert. Ich hoffe, ersteres. Wie gesagt, momentan haben wir nur noch die Pistole hier am Start. Und das ist nicht viel. Wir besorgen uns einfach. Wir besorgen uns das einfach eine neue Waffe. Aber hier liegt keiner rum. Aber wir haben neue Munition. Das tut's auch. Okay, also weiter geht's. Wir sind schon fast da an der ersten Hütte. Cooper-Hütte. Das ist ein Stinktier. Die sind gefährlich. Das haben wir schon. Das haben wir schon festgestellt. Da muss man richtig aufpassen, dass die einen hier nicht anfallen. Und anscheinend hat sich das jetzt erledigt mit dem Stealth-Modus. Das heißt, wir müssen einfach die Geiseln befreien. Und wir verschaffen uns immer einen Überblick hier. Gehen wir aufs Dach, gucken mal, wie viele Leute überhaupt sind. So, ich glaube, ich höre auf der Seite ein. Ganz genau. Der ist unaufmerksam, NPC. Kuckuck. Das war relativ schmerzfrei. Er hat nicht viel gespürt. So. Wie viel haben wir noch? Ich sehe einen. Und die Geiseln, wo sind sie? Na, sieh dich um. Die Hütte ist zu offensichtlich. Vielleicht im Gemüsekeller. Irgendwas Unterirdisches. Im Gemüsekeller? Okay, das kann ich hier nicht aufmachen. Hast du es gefunden? Nein, 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 nein. Scheiße. So ein Mist. Okay, anscheinend müssen wir weiter. Ich schaue mal kurz nach, ob hier irgendwas Nützliches rumliegt. Und man kann, glaube ich, sagen, ja, das tut es. Verschlossen. Verschlossen, verschlossen. Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Kann man hier einen Schlüssel sehen? Auf die Schnelle. Wir machen jetzt keine ellenlange Suchaktion hier, aber kann ich ja drauf schauen. Passiert was? Nein, passiert nichts. Wir machen keine ellenlange Suchaktion, aber zumindest mal kurz nachschauen, ob hier irgendwo ein Schlüssel hängt. Es kam nämlich schon mal vor, dass ein Schlüssel einfach so an einem Haken hing. Hier so hinter der Tür. Aber jetzt ist es nicht der Fall. Okay, dann schnappen wir uns einfach den nächsten Tresor. Und die Umgebung kommt mir auch bekannt vor hier so ein bisschen, als ob ich schon mal hier gewesen wäre. Ja,
Die Umgebung kennen wir hier, ne? Ihr erinnert euch in dem Part, in dem ich euch ein bisschen die Umgebung gezeigt habe. Zum Teil. Da sind wir schon mal hier gewesen. Schönes Fleckchen. Eigentlich. Okay. Übrigens aufrüsten. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Denn aufrüsten, das heißt ja eigentlich, dass uns da etwas Schönes bevorsteht. Eine neue Rüstung, eine neue Waffe. Irgendwas in dieser Richtung. Oh nein, oh nein. Okay, wir bleiben so lange wie möglich unentdeckt. Vielleicht klappt es jetzt beim zweiten Mal so ein bisschen mit dem Stealth-Modus. Zumindest mal erst einen Überblick verschaffen. So, und da haben wir sie. Red-Tail-Hütte. Sieht ruhig aus. Sieht verdächtig ruhig aus. Ist aber nicht ruhig. Da labert schon einer im Hintergrund. Oder motzt vielmehr. Lasst euch nicht voll sprühen! Was? 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 Wie? Wo? Das könnte ein bisschen schwieriger werden. Da waren einige rote Punkte zu sehen. Und ich guck mal, ich habe leider nichts, kein Dynamit mehr. Doch, ein Dynamit. Ein Dynamit. Ich habe noch ein Dynamit. Wer will es? Das wird sich anbieten, drei Leute. Mindestens einer ist entkommen, aber nicht lange. Okay, und ich habe noch einen Molly gesehen, ne? Jawohl, den haben wir auch noch. Bringen wir die doch mal ein bisschen auf Temperatur hier. Ja, das fehlt mir noch. Das fehlt mir, in so einer Situation jetzt noch den Wolf hier an den Hacken zu haben. Da machen wir mal ein bisschen Abstand hier. So, der Molly hat gefunzt. Ein Brand entfacht hier. Trotzdem scheinen hier einige Leute, genau. Noch einige Leute am Start zu sein. Wisst ihr was? Wir umkreisen die jetzt einfach mal. Da flüchtet einer. So, den sind wir Gott sei Dank auch los. Plündern voll. Das heißt, wir können beim nächsten Mal mal ein bisschen Verfälle verkaufen. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, wir haben relativ viel Geld gesammelt. Vielleicht können wir uns eine feine Sniper besorgen. Was haltet ihr davon von einer schönen Sniper? Immer noch kein Glück. Vielleicht gibt es irgendwo ein Loch im Boden. Du weißt schon, mit einer Klappe darüber. Kuckuck, wen suchst du? Ein Loch im Boden mit einer Klappe darüber. Ja, okay. Ich habe eben ja schon mal nachgeschaut. Und nichts gefunden. Beziehungsweise nichts gesehen, aber vielleicht übersehen. Anscheinend müssen wir nochmal zurück. Was haben wir denn hier noch? Das Versteck liegt definitiv außerhalb der Hütte. Sieh dich um. Versteck definitiv außerhalb der Hütte. Okay. Eine in Eile verfasste Notiz. Eli. Eli, den kennen wir, unser Freund, der Whitehail. Der Anführer von den Whitehails, Eli. Wir können nicht länger bleiben. Mit den ganzen Patrouillen der Sekte ist es hier zu gefährlich. Das Zeug, das ich für dich aufbewahrt habe, ist draußen an dem üblichen Ort unter der Erde. Tut mir leid.
Eli, aber ich muss an meine Familie denken. Neil, ah, okay, das hat Neil geschrieben an Eli. Das können wir Eli vielleicht mal berichten zum späteren Zeitpunkt. Tja, okay. Dann müssen wir entweder zurück. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall zurück und mal schauen, ob da irgendwo eine Kuhle ist. Hast du von diesen Prüfungen gehört, zu denen Jacob die Leute zwingt? Was für ein krankes Gehirn kommt auf solche Ideen. Ich weiß, was sie mit den Leuten machen, die sie fangen. Sie verfüttern sie an Judges. Es wird höchste Zeit, dass jemand zum Fangzentrum fährt und da aufräumt. Ja, das stimmt. Das habe ich auf der Karte auch schon gesehen, Leute. Fangzentrum, ja. Also das liegt auf jeden Fall auch noch in Kürze an. Da scheinen sich einige Gefangene, ja, angesammelt zu haben. Und ich glaube nicht, dass ihnen irgendwas Gutes bevorsteht, wenn wir denen nicht helfen. Also das steht auf jeden Fall auf dem Plan in nächster Zeit. So, einer ist parat. Einer geht und patrouilliert. Habe ich irgendwas eingesammelt? Irgendwas Gutes? Messer. Drei Messer noch, das ist es. Zur Sicherheit nochmal einen hinterher. Das ist der Vorteil am Messer. Es ist schön leise. So, und das war der letzte. Dachte ich zumindest. Dann war das hoffentlich der letzte. Nein, wir müssen schon wieder weg. Das gibt's doch nicht. Echt jetzt? Wollen wir uns verarschen hier? Wir wollten doch gerade hier mal nach einer Luke schauen. Sieh dich um. Die Hütte ist zu offensichtlich. Vielleicht im Gemüsekeller. Irgendwas Unterirdisches. Hey, das hast du doch schon mal gesagt gerade. Ist das ein Bug? Ist das ein Bug hier, Leute? Hast du es gefunden? Das Notfalllager hat einen Sender, der Interferenzen in deinem Funkgerät erzeugt, wenn du ihm zu nahe kommst. Ist wahrscheinlich irgendwo vergraben. Würde ich auch nicht in der Hütte lassen. Interferenzen. Okay, hier geht irgendwas vor sich. Dann halten wir jetzt Ausschau nach einem Gemüsegarten. Okay? Sonst laufen wir hier nämlich noch stundenlang hin und her. Also auf dem Weg hier muss irgendwo... Ich guck mal kurz, ob hier irgendwas zu sehen ist von hier oben. Also hier ist auf jeden Fall kein Garten. Ja, Leute, es hilft alles nichts. Dann gehen wir nochmal zurück. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Gefunden? Sauber. Weiter zur nächsten Hütte. Ja, da haben wir's. Das waren jetzt, das waren jetzt wirklich 3 Sekunden. Ja. Nachdem wir sehen uns wieder. Ich bin jetzt wirklich kurz nur... ja, ich stand hier. Hab gesagt, gleich sehen wir uns wieder. Und dann habe ich hier den Eingang gesehen. Ja, hier ging es runter. Das bedeutet, okay. Den Störsender haben wir gefunden. Dann gehen wir nochmal zurück hier zur Hütte. So, Leute, hier sind wir richtig. Jetzt bin ich gespannt.
Alright. Nichts wie raus hier. Bisschen. Was? Peggys? Wo? Scheiße, das ist das letzte Versteck. Deputy, du bist dicht dran. Lass die Peggys nicht mit unserem Zeug abhauen. 600 Meter. Okay, es ist ein bisschen Eile geboten. Zeit, um das Gefährt hier mal auszuprobieren. Ich versuch's mal hier oben lang. Vielleicht kommen wir durch, zumindest ein paar Meter. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Wir sollen uns ja ein bisschen beeilen hier. Gelaufen sind wir jetzt schon genug. Deswegen nehmen wir das mal hier. Und es macht auch Spaß hier mit dem... hier zu fahren. So ein bisschen Abstand. So, und zwischendurch sind ja auch immer so diese... Ach du Scheiße. Ah, Lager wollte ich sagen. Das hat uns ja Eli am Anfang erzählt, dass hier in dem Gebiet... in dem Whitetail-Gebiet immer zwischendurch auch mal ein paar kleine Posten aufgestellt sind, wo man sich Munition besorgen kann. Ich will keinen Pieps von diesen Ketzern hören. Hilf mir. Danke. Ich verstehe, warum alle zu dir aufschauen. Ach, da bist du ja. Okay. 16 von 20, also uns fehlen noch 4 für diese Mission, die wir nebenbei machen hier. 20 Leute befreien. Du hast den Blick eines Jägers und das ist gut. So wie es hier zurzeit läuft, muss man für sich selbst sorgen können. Diese verfluchte Sekte. Alle haben nur die Augen verdreht, wenn sie vom Ende der Welt gesprochen haben, aber sieh dich mal um. Vielleicht haben sie ja recht. Das Gesetz hat hier nichts mehr zu melden. Es gibt keinen mehr, der uns beschützt, also müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Alles, was zählt, ist überleben und satt zu werden. Ich habe ein paar Sachen zu verkaufen, falls du Interesse hast. Munition, auf jeden Fall. Ausrüstung. Auf jeden Fall. Nützliches Zeug in Zeiten wie diesen. Und wenn du irgendwelche Tierfälle hast, zahle ich gutes Geld dafür. Das spart mir eine Menge Zeit. Danke fürs Angebot. Die Welt ist gefährlich geworden. Wenn du irgendwelche Peggys siehst, dann knall sie ab, ohne nachzudenken. Okay, also. Das Angebot nehmen wir an. Wir haben ja den ein oder anderen Wolf. Einer nur, okay. Ich dachte, es wäre mehr gewesen. Aber gut, auf jeden Fall genug Geld, um hier Munition aufzuladen. Jetzt schauen wir uns mal die Waffen an. Ob wir uns, was haben wir denn hier? Ja, wir müssen ein bisschen Geld sparen. Wir müssen auch gucken, dass ein bisschen Geld reinkommt, denn ich möchte auf jeden Fall hier nochmal so ein richtig geiles Ding hier kaufen. Und uns fehlt, wie gesagt, ein Sniper. Ich würde sagen, das ist doch mal ein Ziel, oder? Sparen wir einfach mal hier auf diese Sniper. Whitetail Militia. Sehr gut. Freier Start. Auf die wird gespart. Ich brauche was zu trinken. Kann ich gut verstehen. Ist heiß heute. So. Gut, dass wir hier die letzten Meter zu Fuß gegangen sind. Konnten wir nochmal die Munition auffüllen. Und einen wunderschönen Ausblick haben wir auch deswegen. Hey, hab dich im Bild. Warte. Oh nein, die Schweinepriester haben es ausgeräumt. Die fahren mit unserem Kram weg. Geh nach und hol dir das Zeug zurück. So, und das ist ein kleines Lager, was ich eben meinte. Allerdings bin ich gerade so ein bisschen... Haben wir hier noch was Nützliches? Nitro. So, die haben das Zeug geklaut. Das ist doch genau das, was wir eigentlich verhindern wollten. Also wir müssen uns ein Fahrzeug schnappen und den wahrscheinlich hinterherjagen. Denn die Vorräte, die sind unsere.
Shit! Okay, zwei Schüsse haben nicht gereicht. Da müssen wir hinterher. Los geht's! Den schnappen wir uns! So, komm du mal her mit den Vorräten. So geht's ja nicht, mein Lieber. Wow, wow. Alright. Gleich haben wir ihn. Nicht mehr lange. Mal hupen, auf uns aufmerksam machen, dass wir da sind. Das war das. So. Okay, das sollte reichen. Komm zurück zu Wolfstein. Wow! Okay, wir haben die Klamotten, jetzt müssen wir nur noch heil nach Hause kommen. 676 Meter, dazu machen wir mal kurz die Karte hier, schlagen wir die Karte auf und machen einen Wegpunkt. Ich bin gespannt, was Eli sagt. Karte. Wegpunkt. Okay, also. Bis jetzt sieht's gut aus. Wie gesagt, wir müssen noch heil nach Hause kommen. Was sollten wir schaffen? Bevor es dunkel wird. Und wenn alles gut geht, dann haben wir uns auf jeden Fall auch eine Pause verdient. Munition auffüllen. Vielleicht ein bisschen hinlegen, was essen. Also Leute, Daumen drücken, dass das hier gut geht. Dass wir nicht noch überfallen werden. Aber es sieht gut aus. Wir sind gleich da. So langsam habe ich mich an das Gefährt hier gewöhnt. Bin ich jetzt falsch abgebogen? Ich glaube, ich bin gerade falsch abgebogen. So, jetzt müssen wir noch den Eingang zum Versteck finden. Der ist doch irgendwo hier gewesen, glaube ich, oder? Hier stehen schon die Wagen rum. Sie sind ja länger nicht mehr hier gewesen. Das ist die Frage, wo ist eigentlich der Eingang für das Versteck? War das ganz unten? War das hier oben? Hier stehen zumindest schon mal die Wagen. Ist es hier? Jawohl, hier sind wir richtig. Gott sei Dank. Nichts wie rein. Dann sagen wir Eli mal guten Tag. Lange nicht gesehen. Hey, Eli. Hey, hallo Kumpel. Zu dir kommen wir gleich. Hey, willkommen zurück. Verdammt.
Gut, dass wir das Zeug jetzt nutzen können und es nicht in irgendeinem Bunker Staub fängt. Das hilft wirklich sehr. Kaum zu glauben, dass du die Typen erwischt hast. Ich war mir sicher, dass sie entwischen. Hätten wir ein paar mehr Leute wie dich hier, dann hätte Eden's Gate schon längst aufgegeben. Danke, Deputy. Ja, gern geschehen, aber es war wirklich eine anspruchsvolle Mission gerade. Aufrüsten. Abgeschlossen, okay. Vorräte aus der Wolf's Den. Alles, was du für den Kampf gegen die Peggys brauchst. Na, sehr gut. Das klingt doch gut. Sprech mal Eli mal an. Schon wieder reden? Dutch hat schon so viel durchgemacht. Seine Frau, sein Sohn, seine Flucht, seine ganze Familie. Hope County ist alles, was er noch hat. Und ich lasse ihn ganz bestimmt nicht im Stich. Ich auch nicht. Wir arbeiten auf jeden Fall zusammen. Hey, hast du eine Sekunde? Die Sache ist die. Ich will diesen Piratensender ans Laufen kriegen. Um die Moral der Truppe aufzubauen. Leute auf unsere Seite zu ziehen, du weißt schon. Und bevor dir irgendeiner irgendeinen Scheiß erzählt, ja, ich stehe auf Vinyl. Aber nenn mich bloß nicht Hipster. Mich erwischt keiner mit einem Man-Bun in einer Smoothie-Bar. Unser Signal kommt nicht durch, aber Tammy arbeitet dran. Und ich dachte mir, bis dahin stelle ich schon mal eine Playlist zusammen. Ich habe ein paar alte Platten von Eli, aber ich könnte noch mehr gebrauchen. Falls du also über Vinyl-Alben stolperst, dann bring sie zu mir. Sobald Tammy das Signal entstört hat, sendet DJ Wheaty rund um die Uhr. Hoffe, du bist bereit dafür. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Und eine Kiste haben wir ja gefunden. Vielleicht können wir ihm die schon geben hier. Genau. Eigentlich sollten wir ihn ansprechen können. Yo, mein Kumpel Walker hat einen Sprachfehler. Hast du sicher schon mitbekommen. Das Ding ist, dass er ihn vor der ganzen Scheiße hier schon fast therapiert hatte. Jetzt wird er wieder schlimmer. Okay, also anscheinend können wir die erst abgeben, wenn wir auch wirklich beide gefunden haben. Eine Kiste haben wir ja schon gefunden, wie gesagt. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das für diesen Part, für diese Mission. Ich sage danke fürs Zusehen und ja, wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen da oder ein Abo, falls du noch kein Abonnent bist. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder. Der kommt dann wie gewohnt morgen. Mach's gut, bis dahin und ciao.